Herzlich willkommen zurück bei Lost Ark. Wir haben es jetzt eine ganze Zeit lang nicht gespielt. Ich gebe zu, ich habe es ein wenig schleifen lassen. Elden Ring hat einfach komplett die Überhand über mein Leben übernommen. Nichts funktioniert mehr so, wie es funktionieren sollte. Alles nur wegen Elden Ring. Aber ich beschwere mich nicht, denn Elden Ring ist ein fantastisches Spiel. Darum soll es jetzt aber nicht gehen. Wir sind mal wieder hier ein bisschen in Lost Ark unterwegs. Es gibt ja immer noch das 8. Match. Wir müssen ja dieses Turnier immer noch gewinnen. Und dazu müssen wir erstmal in, wie ist das genau, finde einen Weg zu den Zwielichtnebeln durch den Melodienwald. Sehr gerne. Es sind überall diese krassen Elementare unterwegs. Ja, aber die ignorieren wir einfach mal. Ich glaube, es ist irgendwas mit Hot Time. Achso, das ist irgendein Event. Da habe ich nichts mit am Hut. Ja, nischt. Bin mal gespannt. Ich habe hier auch momentan... dieses ganze YouTube-Ding ist irgendwie so ein Selbstläufer geworden und es wird alles immer pompöser und größer. Also ist jetzt ein bisschen sehr übertrieben formuliert, aber ich fange jetzt auch noch an den Thumbnails mehr rumzubasteln, als das ursprünglich geplant war. Und das macht auch echt Laune. Ich bastel gerne so kleine unterhaltsame Bildchen für. Ja, einfach annehmen. Ja, was muss ich machen? Erfahre mehr über Salbeikraut. Kannst einen Tee draus machen. Ist fantastisch. Lecker, macht gesund. Top, top. Nee, ich mache einfach ein bisschen mehr für YouTube, um das kurz zusammenzufassen. Thumbnails und dann noch die ganzen Spiele und das alle rendern und machen. Und es ist keine Beschwerde, es ist einfach nur ein, ich hatte gerade das Bedürfnis, das auszusprechen. So, wir konzentrieren uns jetzt hier auf Chunkrim. Die Männer rannten nach dort. Es ist nach dort. Ernstes passiert. Okay. Pass besser auf, Leute verschwinden hier ständig, immer während der Nebel. Okay, sind schon einige Leute verschwunden vor kurzem. Ja, wir suchen ja immer noch diese dunkle Kraft. Oh, guck mal, das kann ich noch gar nicht abbauen. Eine schicke Abendprimel. Am Unterstand versammelt? Okay. Genau, wir suchen ja noch diese dunkle Energie, die irgendjemand da im Turnier an sich kleben hat, wortwörtlich. Ich denke, es ist für uns alle klar, dass irgendein Dämon, ich meine, das ist jetzt... Da muss man jetzt nicht sonderlich viel Intelligenz besitzen, um da eins und eins zusammenzählen zu können. Fragt sich nur, welcher Dämon, wobei auch da ist, glaube ich, wenig Auswahl geboten. Das ist ja... Wir sind da ja schon auf so eine Gruppe Dämonen gestoßen. Auch so eine Dämonen-Captain war das doch. Das war doch die... Die Lady aus diesen Dämonenreihen. Keine Ahnung, wie sie heißt. Aber sie war schon, zumindest schon mal in der Nähe. So. Salbeikraut. Wenn ich dieses Kraut wirklich... Was ist denn jetzt los? Ach. Der Zahnrad greift mich immer noch an. Nee, das ist ein Grabstein. Was? Versuch das mal deinem Arbeitgeber zu erklären. Ah, Chef, ich bin zu spät. Ich wurde unterwegs von einem Grabstein angegriffen. So. Salbeikraut. Wenn es dieses Kraut wirklich gibt, wäre dies der perfekte Ort zum Wachsen. Aber es ist nicht umsonst so mythisch. Es ist Salbei, Leute. Es ist jetzt wirklich nicht... Tut man nicht so. Ich habe immer noch meine Roxanne-Frisur. Sehr schön. Und hier geht es weiter. Ah, nee. Es ist neblig, also hauen. Hauen finde ich gut. Immer schön draufhauen. Spur des Dämons, bis ich sie im Nebel verlor. Dann habe ich mich kurz ausgeruht. Okay, ich weiß nicht, wo sie jetzt sind. Ehrlich gesagt mache ich mir Sorgen um sie. Allzu oft verschwinden hier Leute im Nebel. Yang Min um Hilfe bitten. Dann machen wir das doch einfach. Weidegebiete mit starkem Nebel. Weidegebiete mit starkem Nebel. Ich werde mein Möglichstes tun. Nebel, schau dir diese großen Vögel an. Ach, das ist sogar schon wieder eine neue Zirkelquest, wie ich sie hier gerne nenne. Bestimmt sind ihre Eier irgendwie besonders. Ist halt auch einfach nur so eine... Boah, ja, ich habe ja sonst den ganzen Tag nichts zu tun. Aber bestimmt ist das da hinten, das ist bestimmt was ganz Besonderes. Was müssen wir denn jetzt machen? Eier sammeln wahrscheinlich, ne? Einmal dem Vogel die Federn rupfen. So, Kaderquest, sprich mit dem alten Knacker vom Berg. Hallo,
Sind Sie der alte Knacker vom Berg? Selbst die Eier hier sind mysteriös. Alles ist so neu und anders. Oh. Ein Fertigkeitspunkttrank. Ja, hör mir auf, Kollege. Hör mir auf. Ah, der ist wohl direkt benutzt. Ja, aber mit 6 Punkten kann ich jetzt gerade wenig machen, glaube ich. Was haben wir denn hier auf... Hier könnte... Ach, komm. Was weg ist weg, ne? Was weg ist, ist weg. Kremlingerblümchen. Oh, hier ist nochmal ein kleiner Dickmann. Aber ihn lasse ich einfach mal Dickmann sein. So. Yangmin. Chokran? Ist doch vollkommen egal. Er hat so eine schöne I don't give a fuck Einstellung. Das gefällt mir. Okay, für eine Gegenleistung. Wow, 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 wow. Bring mir die Exkremente einer gehörnten Bestie. Aha. Ich habe in den letzten das sind ja sehr spitz. Oh nein. Ich klicke da immer zu früh auf Verlassen. Ich höre dieses Pling von der Quest. Wir sind alleine, oder? Was kommt denn jetzt? Es gibt einen Meister, der Phantomherrschaft und Menschen verzaubert. Er taucht aus dem Nebel auf und verschwindet wieder daran. Psst. Verrückt. Okay. Kannst du wenigstens überrascht tun? Aber natürlich kann ich über... Oh nein! Ah! Ich muss den Chat erst ausklappen. Überrascht. Nein! Auch überrascht? Er ist der Übeltäter. Er steckt hinter den Phantomen. Alles klar. Er lebt in der Höhle einer Berggottheit. Was? Valley Lead? Valley Lead? Was? Nimm diese Füße einer Holzpuppe mit. Lilith wird sie brauchen, vertrau mir, alles klar. Gut, dann nehmen wir das einmal. Dann haben wir hier noch für die... Was ist denn das jetzt hier nochmal? Das hat mit den... Achso, die Exkremente der gehörnten Bestie. Du bist eine gehörnte Röhrenbestie, alles klar. Wenn dir kein guter Name für die örtliche Flora und Fauna einfällt, dann machst du es dir einfach ganz, ganz simpel. Na komm. Mach's uns nicht so schwer. Nee, 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 bitte nicht. Oh, Gott sei Dank hat er... Nee, er hat nicht verfehlt. Mann, ich versuche hier Kacke einzusammeln. Könntest du es bitte respekten? Ja, frech. Schlimm. Die Grabsteine hier in der Gegend, absolut unhöflich. Ja, nochmal lege ich mich jetzt nicht mit ihm an. Kann schön da unten bleiben. Und sehen köstlich aus. Gemischt mit Wasser schmecken sie gut. Ja. Ist, wenn er das mag, dann kann er das gerne so machen. So, wir sind im Wolkental angekommen. Haben wir hier den Teleporter packen. Also, was gibt's hier? Finde den Fuß der Holzpuppe. Scharfkantige Holzpuppe, ja, die werden die wahrscheinlich haben, ne? Boah, hält aber aus, Junge, Junge, Junge. Gott, der dreht völlig durch. Was? In der Zeit sind die anderen einfach schon wieder respawned. Jetzt haben wir aber alles, ne? Aus dem Weg, Kollege. Nein, jetzt muss ich auch noch den Grabstein. Das hört nicht mehr auf. Naja, kommt schon die nächste Puppe. Ich komme hier nie wieder weg. Schnell, schnell, schnell. Okay, perfekt. So.
Wir müssen da hinten mit Sir Velelyt. Was ist denn hier los? Sie sind geknickte Seelen. Ah, bist du geknickt? Yang Ming hat wohl wieder einen Streich gespielt. Lass den Holzpuppenfuß hier. Yang Ming ist vieles, aber ein Lügner ist er nicht. Die Höhle der Berggottheit muss wohl die Nimbus-Höhle sein. Oh, da gibt es bestimmt einen Nimbus 2000. Können wir auch endlich Quidditch spielen. Fantastisch. Da sind auch die Schüler der Yon- und Jok-Familie reingegangen. Sie ist von einem verdächtigen Nebel umgeben. Du solltest hingehen und die Sache untersuchen. Ich werde inzwischen Wei aus dem Spiegeltal darüber berichten. Alles klar. Level Up gibt's auch. Oh Leute, es sind nur noch 5 Level. Dann sind wir Max-Level. Ich glaube. Ich habe aber schon Leute auf Level 55 gesehen. Ich weiß jetzt nicht, wie das... Meine Information ist, Level 50 ist Max-Level. Aber... Vielleicht gibt es da auch noch mehr. Ja, kann so bleiben. Und dann... 30... Ah ne, das hatte ich schon, ne? Naja, gut. Ist ja jetzt nicht schlimm. So, was gibt's hier? Mein Lehrer erzählte mir, dass Salbeikräuter in einer Höhle irgendwo in den Zwielichtnebeln wachsen. Ich weiß aber nicht, in welcher Höhle genau. Das kann ja nur die Nimbus-Höhle sein, ne? Oder? Müssen wir... Ne, da oben... Ah, guck mal, hier sind sogar 2 Dungeons. Crazy. Düsen wir hier einmal durch. Und hören uns erstmal diese Familienschüler an. Ja, halt immer, es ist... Die Dämonen reisten zum Düster. War ja klar, dass es Dämonen sind. Oh, coole Statue hier, ne? Wie sich das wohl anfühlt, wenn man so eine Statue von sich hat? Ich weiß nicht, ob ich es geil fände oder ob mir das sehr unangenehm wäre. Stellt euch mal vor, eine Statue von eurem Gesicht. Und so richtig, richtig groß. Steht in eurer Stadt. Und dann gehst du da dran vorbei und den Leuten fällt natürlich auf. Ist das nicht der Typ von der Statue? Sie werden Annika in... Weiß ich noch nicht, ob ich das so geil fände. Vor allem nicht, wenn es aussieht wie die Ronaldo-Statue. Dann erst recht nicht. So, Folge Arangs Spur. Quelle des Beschwörers. Oh, das sieht nach Spinnen aus. Kann man es nicht benutzen? So. Habeck, ich dachte, er wäre ein Dämon. Für nahezu grenzenlose Kraft hat Habeck seine Seele an die Dämonen verkauft. Die Dämonen. Dämonen. Die Dämonen begeben sich zum düster Grat. Sollten sie. Moment, sollten sie. Kann ich jetzt nicht mehr lesen? Was ist denn hier los heute? Sollten sie dem der Höllenbrut die. Sag mal, ergibt dieser Satz nur für mich jetzt keinen Sinn? Okay, wir gehen nochmal ganz langsam. Tut mir leid, das zieht sich jetzt. Sollten sie dem der Höllenbrut die Augen und das Herz darbieten? Macht der Satz Sinn? Sollten sie der Höllenbrut die Augen und das Herz darbieten? Warum? Was macht denn da dem da? Komm, wir wissen ja, was gemeint ist, ne? Zur Kaverne des Bösen. In ihren Tiefen liegt die Quelle von Habecks dämonischer Kraft. Die Blitzsiegelsteine. Die Geister müssen freigelassen werden. Meine Lebenskraft verlässt mich. Gut. Dann pack du mal deine Sachen. Sorry. Jemandem, der gerade stirbt. Gut, pack deine Sachen. Mach nicht zu viel Unordnung, wenn du stirbst. Ne? Das muss ja auch später aufgeräumt werden. Und wenn es geht, leise sterben. Danke. Gut, wir müssen da oben in das Dungeon. Untersuch die Kaverne des... Bösen. Ist das auch da oben mit drin? Da sehe ich nämlich gerade keine Markierung für. Ja, ist auch da oben. Okay, alles klar. Das kommt sehr gelegen. Dann können wir da 2 Quests auf einmal abschließen. Was müssen wir hier machen? Vernichtet Spinnen. Ja, kommt. Wenn das hier schon... Was wollen die denn? Hallo? Das war jetzt gerade irgendwie ein bisschen weird, oder? So, wie viele müssen wir denn kaputt hauen? 5. Ja, das ist ja schnell gemacht, ne? Das ist ja nun wirklich schnell gemacht. So,
So, ein Spinnchen noch, bitte. Nee, keine Puppen. Ich bräuchte Spinnen, Leute. Hm? Jetzt habe ich angefangen, jetzt bringe ich das auch zu Ende. Sind hier keine Spinnen mehr? Kann doch nicht wahr sein. Ah, sind Spinnen. Sehr schön. So. Dann haben wir die Quest nämlich auch erledigt. Das sind halt, wie gesagt, ich meine gelesen zu haben, dass ja, man so ziemlich alle Quests machen kann, außer den ganz normalen, hier, dieses Icon, diese ganz normalen Look-Quests nenne ich die mal. Also die kann man natürlich auch gerne machen, aber die sind jetzt einfach nicht, geben einfach nicht genug Erfahrung und auch keine coolen Belohnungen und sind halt, also zur Story tragen die jetzt auch nicht so viel bei. Ist halt der klassische, hol was, bring was, mach was kaputt. So der klassische 0815 Rollenspielkram. Oh. Oh. Eieiei. Das stinkt aber. Oh, jetzt stehe ich da noch mittendrin. Die Atmung hat aufgehört wegen des Nebels. Achso, nee, da war ein Punkt dazwischen. Die Atmung hat aufgehört. Wegen des Nebels. Warum tut der uns dann nicht weh? Oder kriege ich hier Schaden? Ich sehe aber vor allem nichts. Hm? Boah, nee. Ich bin einfach Gegnertypen. Können gerne auf einer normalen Größe bleiben. Hier irgendwie runter? Windiger Ort. Diesen Bereich erreicht der Nebel nicht. Hm. Nee, das wollte ich. Nein. Ich wollte da unten. Da ist doch noch was, oder? Nee. Einsammeln kann ich hier noch was? Könnte das legendäre Gras sein? Achso, ist das. Angebliche Salbei. Okay. Den Spaß haben wir. Ist jetzt noch hier oben irgendwie durch. Ah, guck mal, jetzt bekommen wir auch Schaden hier drin. Oh, ich habe gar nicht mehr so viel HP. Hier ist eine Truhe. Irgendwie hier oben. Ah, da ist nochmal so ein windiger Ort. Fühle den jenseits des Nebels liegenden Riss. Aha. Ist aber auch maximal kryptisch ausgedrückt, ne? Was müssen wir denn hier noch machen? Wir müssen die Kaverne nach wie vor untersuchen und die Siegelsteine aktivieren. Also das, was wir gerade schon machen. Oh, Alter. Boah, das tut aber richtig weh, ne? Und hier hätte ich nicht hochgemusst. Na gut. Muss ich ein. I? Wo kommt die denn her? Habecks Phantom? Hm. Geh mal rechts. Ah ja, guck mal, da ist doch auch. Da ist doch auch das kleine Quest-Icon. So. Ruhe im Karton. Nein, bitte nicht unterbrechen. Oh. Es kommt auch noch mehr. Nein, jetzt kommt doch schon die nächste. Lass mich doch einfach in Ruhe. So, ich möchte jetzt einfach diesen Stein aktivieren. Ist es möglich? Meine Güte. Nur noch einen Siegelstein da oben. Und dann haben wir das auch schon wieder fertig. Aber natürlich erstmal ein paar Spinnen klatschen. Ih, da sind auch schon wieder diese Phantome.
Gut. Das waren alle. Oh, mal wieder mal den hier. Okay, jetzt müssen wir. Wo müssen wir denn da hin? Hier um die Ecke? Ach, hier ist noch ein Stein, oh Gott. Nein! Gibt nichts Nervigeres, als wenn man was aktivieren möchte in einem Spiel und irgendein nervtötender Gegner unterbricht einen die ganze Zeit. Aber das Allerschlimmste. Wobei, nee, das Schlimmste ist, wenn das Bier alle ist. Wer wagt es, den heiligen Ort des Meisters zu stören? Ein widerliches Insekt. Also, ist ihm klar, dass er das Insekt ist? Oh, wie sieht der denn aus? Character Design ist schon ganz cool, muss ich sagen. Verderbter Girapati. Nun, was auch immer sein mag, wie vermöbeln ist. Ich finde aber gut, dass er so ein modisches Hütchen aufhat. Oh, der vermöbelt mich aber ganz schön. Mir fällt das immer viel zu spät auf, dass ich richtig Schaden kassiert habe. Boah. Nein! Ach, schade. Und er hat doch nicht mehr viel da von seiner Stoßimmunität. Ja, Kollege, jetzt kriegst du auf den Sack. Die Macht des Meisters wächst nur weiter. Und NBP. Und NBP wächst nur weiter. Man hörte davon. Viel in den Nachrichten darüber. Gut, wir haben bessere Hosen bekommen. Ziehen wir natürlich direkt an. Oh, hier sind noch Schulterschützer, die besser sind. Hier ist noch eine Karte. So, haben wir denn hier alles gemacht? Sprich mit Wayne und sprich mit dem Kräuterhändler. Was ist hier los? Ja, ich weiß schon, wie man hier rauskommt. Jetzt mal ganz entspannt bleiben, Spiel. Die Frage ist da oben. Alles klar. Dann machen wir das so. Obwohl. Nee, Moment mal. Da können wir auch das Lied der Flucht spielen, das kostet keine Kröten. Immer an die Finanzen denken. Wer weiß, wie viel Bier das sind in dem Universum, ne? Würdet ihr für 5 Bier aus einer Höhle heraus teleportieren? Ich denke nicht. Ah, du bist es. Der Meister hat mir von dir erzählt. Ich bin Wei. Achso, ich dachte, er erzählt weiter. Ich kam so schnell ich konnte. Aber du scheinst die Situation schon unter Kontrolle zu haben. Ja, du bist viel zu spät. Was ist dort drin passiert? Habeck stahl den Menschen die Seelen. Ich hörte von seiner Rückkehr, aber die Geschehnisse außerhalb des Prismatals waren mir nicht bewusst. Ich werde mich um die Opfer kümmern. Geh bitte und informiere das Oberhaupt. Machen wir? Oh. Mensch. Wei, magst du helfen? Nein? Okay. Wei ist mehr so der Stoische in der Gegend rumstehen und in die Ferne gucken. So, wir müssen aber ja auch noch... Genau, da müssen wir noch hin. Achso, was ist das mit dem Oberhaupt, ne? Sprich mit dem Kräuterhändler in... Achso, Shanghun, das ist ja die Hauptstadt. Das heißt... Okay, wir müssen nur noch runtercruisen. Und mit Sir Valley Lead sprechen. Ich habe keine Ahnung, ob ich den Namen so richtig ausspreche. Wahrscheinlich nicht. Sir Valley Lead. Ich weiß noch, wie ich in den ersten Harry Potter Büchern... Weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe... Dumbledore gelesen habe, weil ich einfach... Ich wusste nicht, dass es Dumbledore hieß. Ich wusste es einfach nicht. Ich war klein. Ich war jung. Ich konnte kein Englisch. Das ist also in der Höhle passiert. Habeck hat mit ihnen seine Kraft verstärkt. Wei wird sich um die böse Energie in der Höhle kümmern. Habeck, stimmt. Habeck ist jetzt der nächste Kampf, ne? Ja, klar, wir haben doch auch schon längst die Information, dass der erste und zweite, also dass das erste und zweite Schwert sich mit den Dämonen eingelassen haben, natürlich. Ja, also die Informationen sind alle da. Ich krieg sie nur nicht abgerufen. Okay. Ja,
den verdorbenen Girapati getötet. Habecks Macht sollte geschwächt sein. Gut. Nein. Weiter, wir haben den verdorbenen Girapati getötet. Habecks Macht sollte geschwächt sein. Okay. Jetzt gibt es noch einen Talisman, der im Kampf hilft. Wir benötigen Klippenkrautwurzeln und das Blut einer gehörnten Bestie. Hätten wir das vorher gewusst, ne? Naja. Ach, guck mal hier. Dann kommt doch mal hier hin. Können wir das direkt in einem Rutsch fertig machen. Na komm. Einmal kurz im Buch blättern. Boom, Junge. Erschlagen von den gelben Seiten. Oh, noch ein bisschen, okay. Blut haben wir, noch die Wurzeln. Easy. Easy. Mit den Talismanen, die ich dir gemacht habe, sollte Habecks Phantom leicht zu unterdrücken sein. Alles klar, dann sind wir jetzt ready und stürzen uns in den vorletzten Kampf. Das heißt, einmal zurück in die City und ab ins Gemetzel stürzen. Diesem Habeck werden wir aber mal zeigen. Ich überlege die ganze Zeit, was mir für ein Wortspiel mit Habeck einfallen würde, aber heute ist ein sehr unkreativer Tag. So, Off Mountain. Besiege sie alle. Ja, ja. Sind nur noch zwei, Kollege. Ah, Moment, wir können aber noch ganz kurz hier oben einmal die Zirkelquest abgeben. Wenn ich das sage, muss ich immer an Zirkeltraining aus der Schule denken. So, genau, wir haben nämlich das Salbeikraut. Gib das hier nun dem Kind Soso. Soso! Wird meine Mama damit wieder gesund? Wird meine Mama doch nicht verlieren. Ja, das bestimmt. Bestimmt. Okay. Ist der Trank jetzt direkt benutzt worden, oder? Guck mal, hier gibt es einen Emote. Prost. Das wollen wir natürlich lernen. Ja gut. Wir gehen jetzt mal schön metzeln, keine Sorge. Stürzen uns ins Getümmel. Aber ich finde es schon krass, ne? Jetzt sind wir Level 45. Wir haben 2 von 7 Archen, also bezieht sich. Ich sehe noch nicht, dass wir alle Archen finden. Die seltsame Energie gehörte Habeck. Wie konnte er nur für alle... Okay, Leute wie er müssen den Behörden... Jawohl, da muss das Ordnungsamt kommen und die Polizei. Einen Strafzettel kriegt der Mann. Vielleicht auch einen tadelnden Blick, man weiß es nicht. Ich sorge mich um deine... Nein, ist alles gut. Beginne das Match. Den hau ich richtig zu Klump. Den alten Dämonendödel. Dann zeig uns mal, was du drauf hast. Ja, du wiederholst dich. Jetzt betritt unser Haudegen die Arena für das letzte Duell. Der Gegner... Niemand Geringeres als das Schwert von Shang-Hu! Ich dachte nicht, dass ich die Quelle meiner Macht verliere. Dies ist der Höhepunkt und des 2 Wochen langen Shang-Hu-Turniers. Ich gebe nicht klein bei. Bitte spendet unseren Herausforderern Applaus. Ich zeige die wahre Macht eines Illusionisten. Ja, ja, mach du mal. So, komm ran, Kollege. Die Stärke des ersten Schwerts Habeck ist wirklich ein Spektakel. Nee, sag doch sowas nicht. Was ist das? Sind das bunte Postkarten, die der hier wirft? So, wir müssen ja hier das Item benutzen.
Müssen wir es nochmal benutzen? Oder sind wir jetzt... Ne, wir machen ja wieder Schaden. Das ist alles gut. Okay. Wir vermöbeln ihn. Nein. Ach, jetzt ist er wieder. Sag mal, beschwört der da die Leute, die ich in den ersten Runden besiegt habe? Naja. Scheiße. Ey, die letzten Punkte sind jetzt aber schwierig unterzukriegen. Sag mal, Kollege. Können wir das jetzt beenden? So. Das war jetzt ein bisschen holprig am Ende. Ich dachte, da gäbe es noch einen. Oh, oh. Du bist verhaftet wegen des Ausübens verbotener Magie. Ergreift Habeck. Sofort. Ich finde auch ihn gut. Alle voll durchtrainiert und einer so... Oh, oh. Wie erbärmlich. Die Hölle wird Annika verschlingen. Okay. Unser Meister wird bereuen, dass er dich gewählt hat. Es gibt kein Zurück mehr. Okay. Ah. Ja, natürlich muss es noch irgendeinen Plot-Twist mit einem Bruder geben. Vielleicht war das auch vorher schon klar und ich hab mal wieder nicht aufgepasst. Na gut, dann reden wir mal noch kurz mit ihm. Seine Zauber sind von unreiner Energie durchdrungen. Älterer Bruder, wie konntest du nur? Habeck muss mit seiner letzten Energie zu den Zwielichtnebeln gegangen sein. Wir müssen ihn aufhalten. Begib dich zu den Nebeln. Sofort. Alles klar. Dann werden wir das auch ohne großes Tohuwabohu tun. Allerdings in der nächsten Folge. Das Turnier haben wir gewonnen. Wir sind... ich denke, niemand ist überrascht, dass wir Platz 1 gemacht haben. Es war ein Kinderspiel. So, und dann werden wir in der nächsten Folge mal Habeck in diese Höhlen verfolgen. Wir müssen ja immer noch die Dämonenoberhäupter und vor allem die Arche finden. Von daher haben wir eine Menge zu tun in der nächsten Folge. Macht's also gut und wir sehen uns das nächste Mal.